willkommen bei Tante Draht. Und ich begrüße meine illustre Lästerrunde zu meiner linken Frau Lüttich. Guten Abend, Frau Lüttich. Zu meiner rechten Frau Havixbeck. Ja. Und die liebe Frau Plumpe. Ja. Schön, Kinder, dass ihr alle noch lebt. Ach, ist das schön. Ja, Kinder, tut mir leid, aber ich muss unbedingt erstmal ein Renni nehmen. Ja. Ich habe so ein komisches Drücken im Magen. Erst dachte ich ja gestern, ich wäre schwanger, ja, weil ich auch noch so ein lustiges Strampeln im Bauch habe. Aber da ja, kommt wahrscheinlich doch von dem Frau Schwenkern gestern Abend. Können wir jetzt vielleicht doch endlich mal zum Thema kommen? Ja, ich habe nicht 40 Jahre auf die Rente von meinem Mann gewartet, um jetzt hier meinen Lebensabend zu verbringen. Aber natürlich, Frau Lüttich, wir sind ja schon mitten im Thema drinnen. Das Thema heute dreht sich alles ums Abnehmen, ja. Deswegen haben unsere Tochter heute auch nur halb so viel Kalorien. Nur halb so viel, das ist wunderbar. Da können Sie mir gleich zwei Stück geben. Aber natürlich, Frau Plumpe, bitte nehmen Sie doch von dem guten und Nummer zwei guten Appetit. Das ist wohlbekomme, Frau Plumpe. Ich danke Ihnen sehr, das ist schon wunderbar. So, Frau Havixbeck, auch ein Stückchen Torte. Frau Havixbeck? Hä? Yeah? Ja, Hamburg hat auch schöne Vororte. Was? Ja, ich bin ein bisschen durcheinander, Rolf. Es tut mir leid. Ja, ich mache nämlich gerade eine Diät, ne? Die Patex-Diät, ne? Ah, das hört sich ja aufregend an. Patex-Diät, wie geht denn die? Das ist ganz einfach. Man isst 14 Tage gar nichts. Ach so, und wozu braucht man den Patex? Ja, damit kleben Sie den Kühlschrank zu. Ah, ne? Das ist ja Kinder. Nein. Eine gute Idee. Na gut, Frau Havixbeck, dann gebe ich dieses Stückchen Torte eben der Frau Plumpe. Die kann es sich leisten, nicht wahr? Oh, mein lieber Herr Gesangsverein, das ist so eine Quälerei hier. Sie nur mal drauf, Rolf, das ist wunderbar. Sie, ich sag immer, wenn ich abnehmen will, da kann ich ans Telefon gehen. Aber bevor ich jetzt überhaupt nicht mehr ins Gespräch eingebunden werde, mache ich es also einfach selber. Ja, ich spreche über das Thema, das mich interessiert. Ja, Monika Lewinsky, die hat nämlich 15 Kilo abgenommen. Ja, haben Sie das mitgekriegt? Wenn die so weitermacht, passen gleich zwei von der Sorte unter den Schreibtisch. Das hat es ja früher nicht gegeben. Nein, natürlich nicht. Als ich so jung war wie die Lewinsky. Ja, du, da gab es ja gar nichts. Da gab es ja gar nichts. Noch nicht mal Übergewicht hat man da. Nee. Ich war damals ja so dünn. Nee, da hat mich meine Mutter als Stricknadel genommen. Na, heute wohl wo eher als Topfkugel. Wie, Frau Havixbeck, dann genehmigen Sie sich doch jetzt ein kleines Stückchen Torte. Hm? Ja. Na, sehen. Nee. Doch. Oh, nee, Sie machen mir das aber auch nicht einfach. Warum? Diät, liebe Freundinnen, ist dann eine Frage der Willenskraft. Ein gutes Beispiel ist ja unser Außenminister Joschka Fischer. Ja. Der hat nämlich genauso viel Pfunde verloren wie seine Parteilandtagswahlen. Mir fällt ein, dieser Hollywood-Brummer aus der Titanic, diese Kate Winslet, die wiegt ja schon 84 Kilo und die denkt überhaupt nicht ans Abnehmen, nicht wahr? Glücklich. Auch sagen Sie es, ja. Ich hab das ja schon immer gewusst. Die Titanic ist nicht untergegangen wegen dem Eisberg. Das ist, weil die Kate Winslet da getanzt hat. Das ist der Grund. Die hat den Kurs gelassen und der ist das Schiff. Ein großes Vorbild in puncto Abnehmen ist ja Luciano Pavarotti. Ja? Seine Freundin Nicoletta, die zählt jede Kalorie. Die zieht ihm das Fleisch regelrecht vom Teller. Aber das wird auch Zeit, dass diese lustige Kugel mal endlich abnimmt. Das ist doch furchtbar. Wenn der weiter so frisst, kann er ganz alleine als die drei Tenöre auftreten. Das ist richtig. Früher hatten wir ja gar nichts, ne, zum Thema Fressen. Ne? Ja. Wir hatten ja gar nichts. Ne? Wir hatten ja nur eine Wurst zum Abendbrot. Ach nee. Ja. Und dann haben wir drum geknobelt, wer sie dem Hund aus dem Napf nehmen kann. Oh, wie schrecklich. So schade, dass wir heute keinen Hundekuchen haben. So. Mein Geist ist stark, du. Aber mein Körper, der ist schwach. Nee, das ist doch noch genug für alle da, Frau Havixbeck. Da haben Sie richtig gesehen. Komm zu Muttern her. Jetzt bin ich aber leid, du. Wie schön, liebe Frau Havixbeck. Sie haben ja Ihre
unseren Appetit wiedergefunden. Fantastisch. Schade nur um die vielen verlorenen Pfunde. Aber ich sage Sie immer, mit Diäten ist es wie mit den Männern. Am schönsten ist es, wenn sie beerdigt sind. Nein, liebe Freundin, so ähnlich. Am schönsten ist es, wenn man sie hinter sich hat. Da haben Sie wohl recht, was? Und damit, liebe Freunde, verabschieden wir uns. Hoffen Sie erleben wie die nächste Sendung von Tanz in Tratsch noch. Bis dahin, tschüss, ihr Lieben, tschüss.